In einer Mühlenanlage werden durch den Produktionsprozess große Luftmengen benötigt. An die benötigte Zuluft für die Mühlenanlage werden gewisse Anforderungen gestellt. Diese Zuluft soll sauber sein, sie soll eine gewisse Luftfeuchte enthalten, sie soll nicht zu kalt sein und sie soll im Hochsommer nicht zu warm sein. All diese Kriterien können wir mit unseren Anlagen erfüllen. Moderne Axial-EC-Ventilatoren sorgen im gesamten System für eine sehr hohe Energieeffizienz. Die Montage erfolgt wie in diesem Fall entweder auf dem Dach der Mühle oder im Erdgeschossbereich. Hier sehen Sie eine Anlage in der Planungsphase mit Lüftungsanlage ebenerdig außerhalb der Mühlenanlage. Die Rückführungskanäle sind als Steigeschächte außerhalb des Gebäudes angeordnet. Leicht zugängliche Filterwände mit modernen Taschenfiltern sorgen für eine optimale Wartungsmöglichkeit der Anlage. Bypässe im Bereich der Zuluft und auch der Abluft sorgen für eine automatische Anpassung der Anlage an die jeweiligen Jahreszeiten. Hier sehen Sie nochmal die Planungsphase einer Anlage auf dem Dach der Mühle. Hier im Bild der Abluftkanal mit der Zusammenführung aller Abluftpunkte zum Wärmetauscherblock. Hier die Abluftaustrittspunkte der gesamten Mühle einschließlich der beiden Bypassklappen. In diesem Falle erfolgt die Rückführung der Prozessluft über einen Korridor, der sich über alle Mühlenebenen erstreckt. Bei zu geringer Luftfeuchte im Produktionsbereich der Mühle oder bei hohen Außentemperaturen sorgt unsere Hochdruckbefeuchtungskühlung für einen automatischen Ausgleich.